Anna Heiser zeigt ihren Samt-Kaiserschnitt-Narbe. Im November 2022 ist Anna Heiser, 32, Mutter einer kleinen Tochter geworden. Nach Sohnemann Leon macht Alina Marika die Familie komplett. Auch Alina musste per Kaiserschnitt geboren werden. Ihr Körper hat sich dadurch natürlich verändert. Bei Instagram zeigt die 32-Jährige nun ein ungeschultes Bild ihres After-Baby-Bodies. Das eines beweist, Körper können Wunder vollbringen. Auf dem Foto steht Anna in einem Zimmer, trägt lediglich ein T-Shirt, das sie so hoch gebunden hat. Dass der Blick auf ihren Bauch frei wird. Zu sehen ist die große Narbe, die sich unterhalb ihres Bauchnabels befindet. Auch das Bauchgewebe ist noch nicht wieder ganz fest. Die Haare sind zu einem klassischen Mombun zurückgebunden. Ein Haarband fixiert die Frisur. Anna ist ungeschminkt, hat die Augen geschlossen, wirkt müde, aber happy. Auf dem Arm hält sie ihr Baby, Sohn Leon steht neben ihr, die beiden halten sich an den Händen fest. Die schönste Narbe an meinem Körper. Es hat sich gelohnt, schreibt die Frau von Bauer Gerald Heiser. 32, zu der Aufnahme. Ihr ist anzusehen, dass sie im Reinen mit sich und ihrem Körper ist. Selbiger hat zwei Kinder produziert, dass er nach den zwei Schwangerschaften nicht mehr straff und gärtenschlank ist, das liegt in der Natur der Sache. In ihrem Text geht Anna auch darauf ein, dass sie sich eine Naturgeburt gewünscht hätte. Auch bei ihrem zweiten Kind. Doch die Natur hatte offenbar andere Pläne. Aber auch wenn es paradox klingt, bin ich sehr froh darüber, Kaiserschnitt gehabt zu haben, denn dank dieses operativen Angriffs unsere Kinder gesund auf die Welt kommen konnten, resümiert sie. Für ihr eiches Foto bekommt Anna Heiser viel positives Feedback. Über 28.000 Likes schenken ihr die Fans. Viele berichten in den Kommentaren über ihre Erfahrungen mit Kaiserschnitten.